Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Kaffee trifft christliche Liebe. Carolina, Teilnehmerin der Go Global Jüngerschaftsschule Cambio, berichtet aus Gran Canaria. Beim Café Cambio investieren wir unsere Zeit in Kaffee und Gemeinschaft. Ich konnte dorthin jede Menge Freunde einladen, die keine Christen sind. Sie wissen, dass ich Christ bin, aber bisher interessierten sie sich nicht wirklich dafür. Bis eines Tages die Freundin von einem von ihnen viele Fragen über Gott stellte. Es folgten viele weitere Diskussionen. Ich war sehr nervös, aber auch motiviert und hoffnungsvoll, dass meine Freunde endlich Interesse an meinem Glauben finden würden. Ich spürte, wie Gott mich gebrauchte. Ich wusste nie, wie ich über meinen Glauben reden kann. Das Café ist hier ein riesiger Segen. Jeder, den ich einlade, fühlt sich wohl und kommt wieder. Mein Wunsch ist es, dass sie unsere Andersartigkeit wahrnehmen und dass wir ihnen die Liebe Gottes vorleben können. Ich glaube, das tun wir schon, auch wenn sie noch nicht verstehen, warum sie sich bei uns so wohlfühlen. Dazu aus Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.